Im Jahr 2017 waren mehr als 68 Millionen Menschen auf der Flucht. Vor Krieg und Verfolgung. Ein Blick zurück. Die Idee von Menschenrechten gibt es schon sehr lange. Aber was ein Menschenrecht ist und für wen es gilt, hängt sehr von der Zeit ab, von der jeweiligen Epoche. In der Antike rückt das Individuum, der einzelne Mensch, ins Blickfeld. Mit Mensch ist damals allerdings Mann gemeint. Frauen müssen noch gut 2000 Jahre auf ihre Menschenrechte warten. Gleiches gilt für Sklaven. Sie haben überhaupt keine Rechte. Im Mittelalter werden Menschenrechte, also Menschenwürde und Werte wie Solidarität, aus der jeweiligen Religion abgeleitet. Der Mensch etwa als Abbild Gottes. Allerdings gilt das meist nur für Angehörige der eigenen Religion. Alle anderen haben keine Rechte. Dann im 18. Jahrhundert ein Riesenfortschritt. Die Aufklärung. Jetzt sind Freiheit und Menschenwürde ein Gebot der Vernunft. In Amerika 1776 die Unabhängigkeitserklärung. Sie versteht Leben, Freiheit und das Streben nach Glück als unveräußerliche Rechte. 3 Jahre später, 1789, die Französische Revolution. Ihr Motto: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die französische Version der Menschen- und Bürgerrechte, ein Meilenstein mit internationaler Langzeitwirkung. Doch dann im 20. Jahrhundert fatale Rückschritte. 2 verheerende Weltkriege. Terror unter Stalin in Russland. In Deutschland die Diktatur der Nationalsozialisten. Massenvernichtung von 6 Millionen Juden und mehreren hunderttausend anderen Verfolgten. Die Menschenrechte werden aufs Grausamste missachtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist klar, das darf nie wieder passieren. Es braucht klare Regeln, die für alle gelten. 1948 schließlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. 30 Artikel, zum Beispiel Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Recht auf Bildung, auf Arbeit, auf Asyl. Und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und heute? Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet, in 141 von 193 Ländern, also in ca. 3/4 aller Länder, wird systematisch gefoltert und misshandelt. Dazu kommt, die gezielte Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen und Minderheiten ist in vielen Ländern Alltag geworden. Beispiele unter vielen sind Ungarn, Polen und die USA.